der gewonnene Stellplatz. Aber der Park immer genau gegenüber für die Einfahrt. Mit der Sturmschalage der Einfahrt drin, dass der Regensbieter nach oben ausgeht. Der hätte mich auch eine, der hätte mich auch eine Parkschien. Das darf er ja nicht. Stellplatz und Parkschien. Ja, da fällt er schon an. Der grüßt mich nicht, wenn er aus dem Haus geht. Der spricht mit keinem auf der Straße, dabei wohnt der schon 3 Wochen hin. Also so jetzt Unauffälliges habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ich weiß, der hat noch nicht so eine Honig. Das Böse. Wie kann man so Auto fahren? Also wie ist es für ein Fahrrad? Ne? 3 Anschaltungen. Aber ey, ich sage jetzt, ey, das ist ein Lache. Ich sage euch eins. Ich schwöre, der ist uns alle mal am Löffel. Der hätte mir auch so ein Breitband-Handy oder Fußball-Punkt gegangen. Ne? Aber Fußball interessiert der doch sowieso nicht. Der doch nicht. Was macht der Mann? Der ist doch gegen 3 Tage hintereinander in derselbe Uhr und sieht aus dem Haus. Das ist doch normal, oder? Ja, doch. Ach doch, jetzt. Pass auf, jetzt tut aus der Wirtschaft doch. Was hätt der da in der Hand? Den Zahnstoff. Das ist ein Rauchen und gar nicht, oder? Ja, nichts zu essen, verkaufen. Ja, hör, das haben wir gewohnt. Nein, das ist mit Ordnung und Sachbar am Rufen. Junge, Junge, ey. Ich habe recht zu wissen. Bestimmt Hartz IV. Ja, der hast du doch direkt gedacht. 100%. Was hätte man doch in der Mustache? Eine Wettschink vom Jabinski, sieht das seine Dreierwette. Da darf der ja in das Hartz IV. Wenn der jetzt die Dreier weggewinnt, dann wird auf meine Steuern gewaschen. Gott, da leck mich doch. Da muss man unter der Dreier sehen, man soll auf, um den die Dreier in Deutsch getroffen hätte. Hörens, dann nehmen wir noch fest, dass ich gegen seine Spielsucht finanziere. Ich zahle schon genug für die. Mein Gott, Junge, Junge. Ah, jetzt ist der Briefträger. Ja, du musst gucken, was denn wirklich in der Luft. Jetzt haben wir nur einen Brief von der Stadt. Aber auch schon ein Knöllchen. Wenn nicht wie. Jetzt gucken, was denn wirklich. Oh, ein Paket, Leute, Höke. Das sind ja amerikanische Briefmarken drauf. Hör's, die Amis, die haben doch so ein großes Land, was sollen sie uns davon auch lassen?